Guten Morgen allerseits. Heute ist der 2. Juli. Einen Tag näher. Bis 4. Juli. Wenn ich anfangen würde, meine Vögel zu trainieren. Ich werde dieses Video betiteln: Rot-Weiß und Blau, wenn Sie LKIE-Video geben. Daumen hoch. Wahrscheinlich wird es ein bisschen lang sein. Aber es wird definitiv sehenswert sein. Bevor ich darauf eingehe, ich möchte danken. Sie alle, Lavette, Sie alle. Für deine Kommentare. Sie sind wichtig. Die Dinge, die du niederlegst, helfen sie oft einem Anfänger bei Fragen. Du hast gefragt. Helfen auch Anfängern. Damit. Aus tiefstem Herzen bin ich wirklich wahr. Vielen Dank für Ihre Kommentare und Ihre Beiträge. Es wird sehr geschätzt. Aber jetzt lass uns gehen. Zurück in die Zeit. Eine lange Zeit. Auf Long Island. Sie hatten ein Rennen. Es war die rot-weiß-blaue Rasse. Und es umfasste alle NASA und Suffolk County. Es war eine große. Groß. Future Tierrennen. Und der Weg zum Rennen hat funktioniert. War, sie würden nachlassen. Die roten Vögel. Nehmen wir an, es ist 7.30 Uhr. Sie würden nachlassen. Das weiße Band, eine halbe Stunde später. Um 8 Uhr. Nun, es tut mir leid, Whitebirds. Eine halbe Stunde später und dann rot. Letzte. Die blauen Vögel eine halbe Stunde später. Sie waren also eine halbe Stunde voneinander entfernt. Und das Pooling in diesem Rennen. Mit Durchschnittsgeschwindigkeit mit drei kombinierten Rennen. Der einzelne Vogel. Dass du wettest. Bei jedem Rennen. Insgesamt umfasst. Eine Menge Geld. Es war eine große. Futurity-Rennen. Über zwei Wochen. Vor dem Rennen. Vielleicht drei, wahrscheinlich drei Wochen. Wir sind nicht sehr gut geflogen. Uns ging es nicht gut. Ein Flyer namens Rocco. Gab mein Bruder. Ein Glas Flüssigkeit mit einem Liter bist du. So groß, weißt du? Es ist eine Medizin darin. Er würde uns nicht sagen, was es war. Aber er hat es uns gesagt. Um sicherzustellen, dass die Vögel alles getrunken haben. Als wir ihm diese Medizin an Vögel gaben, zögerten sie sehr, sie zu trinken. Aber wir ließen es dort und folgten seinem Rat. Bis die Vögel alles tranken. Ich glaube, es hat zwei oder drei Tage gedauert, bis es weg war. Die Tauben wollten nicht, um es zu trinken. Die Taube. Woche danach flogen wir zu der Zeit im Byshore-Club. Ich glaube auch. Wir sind sehr gut geflogen. Vögel kamen wirklich gut rein. Nun, als wir dieses Rennen versenden wollten. Mein Vater war im Taubenhaus. Und es war eine blau karierte Frau sitzen auf der Falle, in die wir kommen. Es ist ein kleines dreieckiges Ding, das hereinkommt und sie saß dort oben auf Eiern. Die gleiche Situation, die Sie hier in einem der Videos sehen würden. Mit dem 500 Meilen Gewinner. Er nistet in derselben Situation. Ist dem Taubenhaus in New York sehr ähnlich. Als wir die Vögel pflückten. Mein Vater sagte, Schicken Sie diese Frau zuletzt. Stellen Sie sicher, dass Sie sie senden. Letzte. Wir machten. Folge seinem. Rat. Nun, als die Vögel nach Hause kamen. Ich war nicht da, mein Bruder John hat die Vögel zeitlich festgelegt. Wir hätten nicht das Geld gehabt, um die Vögel zu versenden, wenn mein Bruder John nicht gearbeitet hätte. Ich glaube, es hat ihn 125 Dollar gekostet. Dieses Rennen zu versenden. Er zeitlich festgelegt. Der rote Vogel. Und nur etwa eine halbe Stunde später. Er zeitlich festgelegt. Der blaue Vogel. Die Frau, die mein Vater sagte, ließ zuletzt nach. Zwei Minuten später. Wir haben den weißen Vogel zeitlich festgelegt. Als wir in den Club gingen. Henny Hubble. Die Sekretärin. Öffnen Sie den Timer. Mein Bruder und ich waren dort. Und er sagte, Sie hätten nur zwei Vögel zeitlich festgelegt. Wir sagten nein, wir haben alle drei geplant. Er sagte. Irgendetwas ist hier falsch. Du hast diesen blauen Vogel zeitlich festgelegt vor den weißen Vögeln. Jeder weiße Vogel. Und er wollte uns rauswerfen. Nun, du hättest es hören sollen. Mein Bruder und ich zu diesem Zeitpunkt. Wir haben nicht geschummelt. Er, sagte, wir betrogen etwas stimmte nicht. Der Vogel ging in die falsche Kiste. Und ich sagte zu ihm, wie machen wir das? Wir haben alle verschickt. Die roten Vögel und versiegeln die Körbe. Wir haben alle weißen Vögel verschickt und die Körbe versiegelt. Und dann haben wir alle blauen Vögel verschifft und versiegelte den Korb. Du sagst mir, wie meine Taube gekommen ist. In mit den weißen Vögeln. Oder die roten Vögel. Gott sei Dank war Charlie Anwaltskanzlei da. Weil der Streit ziemlich ernst wurde und es war ziemlich viel Obszönität verwendet. Aber wie auch immer. Charlie, ich erinnere mich, dass er mir und meinem Bruder auf den Kopf geklopft hat. Und sagte Kinder. Sie haben gerade ihr erstes future rennen gewonnen. Es war viel Geld. Eine Menge Geld, wenn ich mich richtig erinnere. Mit über 7000 Dollar. Und wenn du verdienst. 1,50 Dollar pro Stunde. Mit 250 pro Stunde. Ich hätte gerne einen Jahreslohn. Dass wir an diesem Tag gewonnen haben. Aber es wurden Lektionen gelernt. An diesem Tag. Und das ist wichtig. Über diese Geschichte. Die erste Sache. Ich habe an diesem Tag gelernt. Aber die Tauben brauchten Medikamente. Ich wusste nicht, was es war. Mein Vater, ebenfalls, etwas in dieser Frau gesehen. Das ließ ihn erzählen. Wir stellen sicher, dass sie diese Taube zuletzt versenden. Eine weitere Lektion gelernt. Und deine Frauen dauern? Ebenfalls. Was hat diesen Vogel motiviert? Ich weiß bis heute nicht, was mein Vater gesehen hat. Aber diese Taube würde definitiv motiviert. Ich habe hier Notizen. Wenn ich also nach unten schaue, sehe ich das so. Ich habe auch gelernt. Höflichkeit. Ich habe viele Geschlagene gefangen. Weil ich Tauben rennen wollte. Mein Vater war damals wirklich nicht interessiert. Er hat mir gesagt, ob sie das Taubenhaus bauen. Ich hole dir die Vögel. Großer Fehler, mir das zu sagen, weil ich dieses Taubenhaus bauen wollte. So wie ich das Holz bekommen habe. Wir werden nicht darauf eingehen, aber ich werde es dir sagen. Wie was viele geschlagen haben. Das Taubenhaus bauen. Es kam schließlich zu dem Punkt, an dem er Stopp sagte. Ich werde es bauen. Ich habe viele Schläge gefangen. In der Tat nach dem Rennen. Weil er hinuntergegangen ist und das Geld gesammelt hat. Ich saß neben ihm. Ich sagte, Bist du nicht froh, dass ich dieses Holz habe, um ein Taubenhaus zu bauen? Ich hätte fast einen anderen geschlagen erwischt. Ich danke meinem Vater. Danke, Papa. Aber einige von Ihnen haben geschlagen, ich habe jeden von Ihnen verdient. Aber was wäre ein Unterricht hier? Medikamente, die Vögel. Finden Sie heraus, welche Motivation funktioniert. Und ich habe auch gelernt, die tauben zu lassen. Lehre mich. All diese Dinge sind wichtig. Und sie sind in den Videos. Alle von Ihnen. Die vergangenen Videos. Damit. Überprüfen Sie den Kanal. Schauen Sie sich einige alte Videos an. Gib ihm einen Daumen hoch. Gib ihm einen Daumen hoch. Und bitte. Lasst die Kommentare kommen. Jeder lernt aus diesen Kommentaren. Sie. Und ich beide. Und nochmals vielen Dank fürs Zuschauen.